Hallo zu dir da draußen, zu euch da draußen. Mein Vater hat heute Geburtstag. Heute wäre er 108 Jahre alt geworden. Warum erzähle ich das? Ich werde nachher auch ein kleines Lied ansingen. Den Text habe ich vor Jahren für eines meiner Chansonprogramme geschrieben. Peter Ludwig, der Komponist, hat es in Töne gesetzt und wir haben das oft aufgeführt. Und es war immer ein Moment, der alle Zuschauer ziemlich berührt hat. Und der Anlass dafür ist nicht nur der Geburtstag, sondern auch, dass ich dir als Impuls sagen möchte, dass es wichtig ist und auch Freude macht, mit den Verstorbenen aus deiner Linie zu kommunizieren. Und das tust du, indem du Gedanken zu ihnen schickst, indem du einen Liedtext schreibst, wie ich das damals gemacht habe, indem du dich bei ihnen bedankst, für das, was sie dir an Impulsen und an Gutem in deine DNA gegeben haben, was du im Laufe deines Lebens auch schon zu deinem höchsten Wohl benutzt hast. Es gibt natürlich auch Arbeiten mit der DNA, wo man Dinge verändern kann, die scheinbar unveränderlich sind. Nichts ist unveränderlich. Und das ist der Impuls für heute, anlässlich des Geburtstages von meinem Vater, dich dankbar, vielleicht auch mit Gedanken der Vergebung, an deine Vorfahren, an deine Ahnen zu wenden, auch an die, die du gar nie kennengelernt hast, von denen du vielleicht gar nie gehört hast, aber deren Impulse, deren Wirken auf DNA-Ebene immer noch in dir agiert, wirkt. Ja. Und hier dieses kleine Lied, das ich damals geschrieben habe in einem Chansonprogramm. Und das geht so. Papa, du warst so stark und groß, der Anzug blau, ein Duft im Haar, du zeigtest mir die Welt. Du warst mein Held, hell wie der Wind. Papa, ich verließ dich bald, er war stark und groß wie du. Weiße Blüten im Kranz, das Leben ein Tanz, ich flog davon. Papa, wo bist du heut? Siehst du, was ich tu? Der Stern da links oben, bist das du? Der Stern da links oben. Papa, du warst so zart und klein, deine Augen wasserblass, du küsstest meine Wange, es dauerte nicht lange, du flogst davon. Papa, wir sahen uns nur selten, zu viel zu tun, die Kinder, der Mann, das Geld, die Arbeit, das Haus, die Welt. Nun ist's zu spät.
Papa, wo bist du heut? Siehst du, was ich tu? Der Stern da links oben, bist das du? Der Stern da links oben. Ja, und das klingt dann so mit Klaviermusik sehr schön aus, wie der Peter Ludwig das dann als Begleitung auch gespielt hat. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag und mögest du hilfreich von deinen Ahnen unterstützt sein.